Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Du willst im Winter alles im Kopf drehen und deine Gesundheit wieder pushen und dich wieder gut fühlen? In diesem Video zeige ich euch ein paar Methoden, wie man Winterdepressionen wegbekommt und Unwohlgefühl im Winter. Kommt mit, es wird lustig. Was auch sehr wichtig ist, Bewegung in der Natur. Ein, zwei Minuten mache ich jetzt ein bisschen was. Macht mit, es tut gut, es hebt den Kreislauf an, es pumpt das Blut besser durch den Körper und dann aktiviert sich alles besser. Und ich bin kein Wissenschaftler deswegen, aber es hilft. Ja, man kann halt nicht viele Sportarten machen, gerade im Winter, weil man den Boden nicht benutzen kann. Aber ich zeige euch jetzt ein paar und dann hilft das, glaube ich, für euch ein bisschen rauszukommen, den Körper mal ein bisschen zu aktivieren, euch wieder gut zu fühlen. Gut erstmal ist, erstmal die Arme so zu machen. Abwechselnd. Das hilft mir eigentlich, gut wach zu werden. Dann könnt ihr auch beide Arme machen. Ein bisschen wippen. Ein bisschen runtergehen. Das ist auch eine Übung, die kennt jeder. Ich weiß nicht, wie der heißt. Peter Pan oder sowas. Der hier. Das hilft halt auch. Du kannst Beine, Oberschenkel, die Arme benutzen. Das ist eigentlich schon sehr cool. Und Zeitraffer! Ich mach das hier voll falsch. Ja, was machst du da eigentlich? So geht das. Das kennt ihr alle, aber mich ja nicht. So, das waren die Übungen. Ich fühle mich wieder wohl. Mir ist schön warm ein bisschen. Die Hände sind kalt, aber man merkt, man hat einfach viel mehr Laune, wenn man sich bewegt. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Wo gehen Sie denn hin? Meine Hände sind eingefroren. Warum tragen Sie nur einen Handschuh? Weil wir den gefunden haben und ich wärme die jetzt auf für die Kamerafrau. Kalte Hände. Bitte schön. Ja, genau. Ich stehe hier nicht umsonst so halbnackt. Die Sonne, die hilft auch. Im Winter haben wir sehr, sehr wenig Sonne. Und da ist es eigentlich auch gut, wenn die Sonne mal rauskommt, so wie heute, irgendwie versuchen, so viel Sonne auf die Haut zu lassen, wie es geht. Für 1, 2, 3 Minuten, das reicht gut eigentlich. Und ein bisschen so Zähne zusammenbeißen, das hilft auch einfach, Glücksgefühle zu erzeugen, ne? Weil die Sonne auf deiner Haut scheinen lässt. Ja, das ist schon mal eine Methode, wie man gute Laune bekommt im Winter. Ja, so geht's auch. Ihr könnt auch einfach in der Wohnung sein, einfach wo gucken, wo die Sonne rausscheint aus dem Fenster. Dann seid ihr schön am Warm und so könnt ihr auch schön die Sonne tanken und das hilft auch einfach, den Winterschlaf irgendwie wegzubekommen. Bonusmaterial für euch. Auch in der Winterzeit kann man eine sehr, sehr starke Frucht finden. Frucht? Ja, Obst, Frucht. Die euch wirklich Power gibt. Und das ist die Hagebutte. Hier, schaut mal. Ihr könnt die ernten auch. Aua. Aua. Ein bisschen aufpassen, weil die hat Stacheln. Wenn die einmal gefroren ist, kann man die essen. Das ist einer der Pflanzen, die wirklich am meisten Vitamin C hat auf 100 Gramm. Die Kerne esse ich jetzt nicht gerne. Aber ihr könnt die Schale schon abkratzen. Ja, und so sieht's aus von innen. Da sind so ein paar Kerne drin, die könnt ihr auch essen. Aber ich mag nur das Fruchtfleisch dabei. Schmeckt ein bisschen wie Datteln. Ja, es schmeckt wie Datteln. So, ich habe jetzt einen Spot gefunden. Ich springe jetzt hier im Wasser rein. Es hilft einfach, den Kreislauf auch einfach wieder in Schwung zu bekommen. Weil Kälte, ich erzähle nicht viel. Sucht mal den Namen Wim Hof. Der erklärt wirklich 1A, was genau das alles bringt. Ich weiß es nur, es gibt mehr Kraft. Du hast einfach Power, wenn du das machst. Es ist schwer, erstmal reinzukommen. Deswegen ist das für die Leute, die so die Kraft jetzt haben, im Winter sowas zu machen und das ja, für sich durchzuziehen, dass sie einfach ein besseres... Stimmt, das war das auch. Man, wenn man im kalten Wasser reingeht, aktiviert sich hier so ein Muskel. Und der Muskel hilft dir, dass du besser dich entspannen kannst im Tag und besser schlafen kannst. Das ist auch erstmal eins, was ich mir jetzt gerade gemerkt habe.
warum gutes Wasser oder kaltes Wasser gut ist. Es ist für mich auch mental sehr gut, weil der ganze Kopf einfach so durchblutet wird und ich kann irgendwie besser lernen, lesen, zuhören, verstehen. Das ist eigentlich schon sehr cool, so kaltes Wasser. Ich habe mich jetzt warm gemacht. Ich gehe jetzt auch rein. Ja, genau. Es wird auf jeden Fall sehr kalt. Okay, ich habe mich ausgezogen. Ich gehe jetzt mal mit der Badehose rein. Oh, ich habe so keine Lust. Das wird so kalt, ne? Und nicht die Luft vergessen, wenn ihr das macht. Auf jeden Fall sehr kalt. Oh, fuck. Oh. Ah! Ah! Fuck. Ah! Oh. 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 Ah! 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 Oh, scheiße, ist es kalt. Mir reicht's jetzt mal. Es reicht auch einfach nur, sich abzuschrecken. Man muss jetzt nicht lange drinnen bleiben. Am besten ein Handtuch dabei zu haben. Sich schon abzutrocknen schnell und dass man nicht krank wird. Dass man einfach nur die positive Eigenschaften von der Kälte bekommt. Ich fühle auf jeden Fall einen wachenden Geist, sage ich mal. Ich bin auf jeden Fall wach. Die Farben werden bunter auch. Es ist auf jeden Fall lebendig und glaube ich hilft auch für Winterdepression. Wenn man da einmal reinspringt, aktiviert sich der ganze Körper und freut sich, wenn der erstmal wieder warm ist. Aber ich gehe da noch mal rein, weil das ist doch irgendwie sehr interessant. Ich nehme euch noch mal mit. Ich zeige euch mal hier, dass es wirklich kalt hier ist, dass ihr das auch glaubt. Ihr müsst das mal angucken. Wie heftig eingefroren. Wie schön das auch aussieht hier. Ne? Sieht richtig schön aus. Hammer, ey. Hier nochmal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber guck mal, wie rot meine Füße sind. Das ist ein guter Zeichen, weil es durchblutet den ganzen Körper. Und das ist halt gut für den Kreislauf, für das Herz. Jetzt auch beim Winter ist es halt wirklich sehr wichtig, weil der Ingwer hat 115 ätherische Öle, die helfen, die Aktivität, den Darm zu aktivieren und Viren zu töten, weil im Winter hat man viel mehr Viren. Da ist Ingwer eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle, einfach, dass man sich gut fühlt und einfach gesund im Winter bleibt. Dann haben wir mal Thymian, den kennt man ja, ne? Es ist eigentlich sehr gut für Erkältungen oder sich vorzubeugen, dass man nicht krank wird, weil wenn der Körper krank ist, kann man auch nicht glücklich oder freudlich durch den Morgen anfangen. Hilft für die Bronchien oder zum leichten Abhusten, wenn das so wehtut in der Lunge, wenn man hustet. Sehr, sehr interessant. Dann haben wir hier den Rosmarin, der Wachmacher, der hilft auch. Der Rosmarin. Den habe ich ausgewählt für die Leute, die einfach angespannte Muskeln hat, weil es lockert die Muskel, dass man einfach besser schlafen kann, weil mit steifen Muskeln und angespannt ist der Tag schon halb so schlecht, sag ich mal, und nicht mehr so schön. Deswegen Rosmarin, sehr wichtig für Muskeln zu lockern, hat auch ätherische Öle, die auch gut für den Hals ist. Ja, das sind auch wichtige Sachen für den Winter. Ja, wie ihr seht, hier ist ganz viel Gemüse, Obst. Das ist sehr wichtig im Winter. Das macht auch diese Müdigkeit, diese Winterschlappheit weg. Weil der Körper braucht viele Vitamine. Und im Obst ist sehr viele Vitamine. Ich habe hier nur mir noch kurz einen leckeren Smoothie gemacht. Sind Heidelbeeren mit Himbeeren. Bananen sind gut. Gemüse, für alles frisch essen. Das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig. Hier was Kleines, was nicht schwer ist. Such dir einfach einen wunderschönen Geruch aus, was dir einfach Freude oder dir einfach gut tut. Es kann Zedernholz sein, es kann Salbei sein, was du verbrennst, oder so Tannenharz-Sachen. Ich habe mir jetzt so eine schöne Box hier geholt. Ich probiere das jetzt mal aus.
So, die Kohle ist jetzt an. So, ich habe mir jetzt Eichenrinde geholt. Das riecht richtig gut. Dann Eukalyptus und Kampfer. Ich nehme jetzt diese Reihenfolge. Die riechen so gut, so erfrischend. Aber ihr müsst sowas gar nicht brauchen. Ihr geht einfach, ja, und besucht eure Oma. Die kocht auch so schön und das riecht auch immer so lecker. Das reicht auch schon, einfach glücklich zu sein. Die, die das kennen, wissen, was ich meine. Das ist schön, wenn die Oma kocht. Das Eukalyptusblatt, ich glaube so ungefähr, sagt man das, riecht wirklich richtig lecker. Oh, boah, das hat was. Aber das Beste kommt noch, Kampfer. Ey, ich liebe Kampfer, es riecht so erfrischend und so gut. Die, die Saunen gehen, die kennen die Gerüche. Die machen einfach glücklich. Ich feiere das. Das ist schön. Oh, das ist im Winter auch sehr schön, dass die Nase so eine schöne Erfrischung hat. Oh, riecht ihr das? Oh, das ist so gut. Hm, Kampfer ist so interessant. Ah, cool. Ja, jetzt haben wir einen guten Winterfell, glaube ich, bekommen von den ganzen Übungen, hoffe ich mal. Welche Übungen kennt ihr überhaupt? Was macht ihr dann, was, sag ich mal, euch den Winter ja, erleichtert? Viele essen ja auch Vitamin D, ne? Dass man sich auch wieder gut fühlt. Ja, ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Wenn ja, schreibt mal gerne in die Kommentare. Stinker, du kannst jetzt gehen. Bitteschön. Ja, haut rein. Tschüssi.